Hallo, das Thema heute ist Homöopathie. Homöopathie, was ist das eigentlich? Es ist keine Kräuterheilkunde, es ist auch keine Naturheilkunde, wie viele denken. Homöopathie ist eigentlich etwas ganz anderes. In der Schulmedizin und in eigentlich allen anderen Therapien, nehmen wir mal chinesische Medizin raus, braucht man zum Behandeln einen Namen der Krankheit, einen Krankheitsnamen, eine Diagnose. Und aufgrund dieser Diagnose, dieses Namens, wird dann therapiert und behandelt. Zum Beispiel in der Schulmedizin, Magenbeschwerden werden untersucht, diagnostiziert. Der Krankheitsname heißt dann Magenschleimhautentzündung. Dafür werden dann Mittel gegeben, einfachere, manchmal schwere chemische Substanzen, oder wir haben Sodbrennen. Dann haben wir eine Diagnose, haben einen Namen und sagen, okay, Sodbrennen ist da, wir verordnen ein säureabfederndes Mittel, irgendein Antazida, wie das die Schulmediziner so nennen, und dann soll der Kranke wieder gesund werden. Wir haben einen Krankheitsnamen, wir haben ein Organ. Wir wissen, der Magen, also jetzt in diesem Beispielsfall, der Magen ist erkrankt, wir haben Beschwerden am Magen, Krankheitsname, Mittel wirkt direkt auf den Magen, auf die Beschwerde, auf dieses Symptom. So wird behandelt in der Schulmedizin. In der Naturheilkunde ist es eigentlich nicht anders. Der Unterschied ist der, dass die Medikamente, meist pflanzlicher Art in der Naturheilkunde, weitaus weniger Nebenwirkungen haben, also ungiftiger sind. Aber das Prinzip, das Behandlungsprinzip bleibt das gleiche. Wir haben einen Krankheitsnamen und aufgrund dieses Namens wird das Mittel gewählt. Es wird nicht auf den Menschen geguckt, sondern entscheidend dafür ist der Name der Krankheit. Magenschleimhautentzündung, Gastritis, da haben wir das Mittel. So würden beispielsweise 100 Menschen mit dem gleichen Krankheitsnamen 100 gleiche Mittel erhalten. 20 Kinder mit einer eitrigen Halsentzündung kriegen 20 Mal Antibiotika. Oder mit einer eitrigen Mittelohrentzündung. Das ist Pauschaltherapie. Im Gegensatz dazu arbeitet die Homöopathie ganz anders. Die Homöopathie ist etwas ganz anderes, weil die Homöopathie sich den Menschen anguckt. Vom Menschen ausgeht und nicht vom Krankheitsnamen. Beispiel, einfaches Beispiel, Schnupfen. Es gibt viele Schnupfenmittel. Wenn man sagt, ich habe Schnupfen, haben wir eine Diagnose, kann man sagen, okay, das Mittel. In der Homöopathie wird es anders gemacht. Da wird geguckt, du hast einen Schnupfen, also wie ist dein Schnupfen? Denn wer ein bisschen aufmerksam ist, wird feststellen, dass Schnupfen nicht gleich Schnupfen ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Symptome. Mal ist das Sekret, der Schnodder, der aus der Nase kommt, wässrig, mal ist er gelb, grün, mal sind die Nasenlöcher wund, bei manchen Tränen dabei die Augen. Dann gibt es bestimmte Bedingungen, die den Schnupfen verbessern oder verschlechtern, beispielsweise draußen oder drinnen. Draußen läuft die Nase, wenn man ins Warme kommt, hört der Schnupfen auf oder umgekehrt. Also jeder hat im Prinzip, wenn man es ganz genau betrachtet, seinen ganz persönlichen Schnupfen. Und auf dieser Grundlage wird in der Homöopathie das Arzneimittel nach dem Ähnlichkeitsgesetz verordnet. Das heißt, ich brauche gar nicht die Diagnose Schnupfen. Die brauche ich nur, um zu wissen, was passiert da eigentlich, damit wir uns als Therapeuten oder mit den Patienten halbwegs erstmal verständigen können und sagen können, gut, das ist ein Schnupfen. Aber für die Arzneimittelfindung und für die Therapie ist dieses Wort oder diese Diagnose überflüssig. Wir gucken uns einfach nur an, was passiert bei diesem Menschen mit seinem Schnupfen. Wir brauchen das Wort Schnupfen gar nicht mit einzubeziehen. Und dann schauen wir, welches Mittel passt genau auf diese Symptome. Das ist in der Homöopathie ganz anders. Und deshalb ist die Homöopathie auch eine individuelle Therapie. Weil sie genau den einzelnen Menschen anguckt und nicht sagt, ihr habt alle Schnupfen, 10 Leute, ihr kriegt alle das gleiche Mittel. Schnupfen ist Schnupfen. Schnupfen ist nicht Schnupfen, weil die Menschen eben sehr unterschiedlich sind in ihrer Reaktionsweise und deshalb auch unterschiedlich sind in ihrem Schnupfen. Kopfschmerz ist auch nicht gleich Kopfschmerz. Jede Krankheit ist im Prinzip individuell zu betrachten, weil jeder Mensch der Krankheit, die ihn betrifft, nochmal einen persönlichen Stempel aufdrückt.
Bei der Behandlung chronischer Krankheiten ist das ganz genauso, bloß dass da natürlich die Ähnlichkeiten, das Bild des ganzen Menschen ein bisschen umfangreicher betrachtet werden muss. Da kommen dann auch noch die psychischen Symptome hinzu und die geistigen Symptome. Einfach ausgedrückt, psychische Symptome wären alle Leidenschaften, Abneigungen, alles, was ich mag, alles, was sich, sagen wir mal, im seelischen, im Gefühlsbereich abspielt. Das wären die psychischen Symptome, die emotionalen Symptome und die geistigen Symptome wären das, was man vereinfacht als Verstand betrachten kann. Also ständige Unkonzentriertheit, Sprachverwirrung, nicht mehr klar denken können. Das wären Sachen, das wären Symptome auf der geistigen Ebene. Und das wird in der chronischen Behandlung natürlich mit berücksichtigt. Da wird regelrecht ein Bild des ganzen Menschen erstellt. Also körperliche Symptome plus die emotionale Ebene plus die geistige Ebene. Und das ergibt ein großes Bild. Und aufgrund dieses Bildes wird dann geguckt, dieser Mensch braucht für eine chronische Erkrankung eben dieses Mittel, das auf alle seine Symptome oder fast alle Symptome passt. Das ist der Grundsatz in der Homöopathie, individuell, man guckt sich den einzelnen Menschen an. Ein weiterer Grundsatz, und wichtig ist in der Homöopathie, das Prinzip, und das ist das Prinzip der Ähnlichkeit. Kurzes Beispiel. Wenn jemand eine schwere Lebensmittelvergiftung hat, weil er verdorbenen Fisch, Fleisch, Muscheln, sonst irgendwas gegessen hat, dann sieht das, wenn sich das ein Mediziner oder ein Therapeut anguckt, von den Symptomen her ähnlich aus wie eine Arsenvergiftung. Jemand, der sich mit Arsen vergiftet, entwickelt etwa ähnliche Symptome wie die, die eine schwere Lebensmittelvergiftung zeigt. Deshalb kann Arsen eine Lebensmittelvergiftung heilen. Das heißt, jemand, der sich vergiftet hat, nimmt Arsen und Arsen heilt diese Lebensmittelvergiftung. Auf der Grundlage des Ähnlichkeitsprinzips, weil Arsen ähnliche Symptome bei einem, der sich nicht vergiftet hat, hervorbringen kann. Und wenn wir das als Krankheit sehen, als Lebensmittelvergiftung, wird Arsen heilen, weil der Körper immer auf den Reiz, der von außen kommt, auf diesen Arzneireiz, wenn man jetzt das Arsen als Arzneimittel bekommt, natürlich ganz, ganz stark verdünnt und ungiftig gemacht, dann reagiert der Körper auf diesen Arzneireiz, auf diese Arsenkrankheit, die künstlich, die von außen kommt, kämpft dagegen an und im Zuge dessen wird die natürliche Krankheit, die ohnehin schon da ist, mit weggenommen. Oder Beispiel Durchfall. In der Schulmedizin würde man den Durchfall gegenteilig behandeln, mit dem Gegenteil. Man gibt Kohletabletten, die stopfen sollen. In der Homöopathie ist das anders. Da gibt man dem Patienten ein Mittel, das normalerweise Durchfall erzeugen kann. Zum Beispiel Rhabarber, in der Homöopathie Reum. Ein Durchfallkranker kriegt ein Mittel, das bei einem anderen, der völlig gesund ist, in entsprechender Menge Durchfall erzeugen könnte. Und nach dem gleichen Prinzip wird da dann auch akut ein Durchfall geheilt. Das ist das Prinzip der Ähnlichkeit in der Homöopathie. Das ist ganz wichtig. Und nur so auf dem Prinzip der Ähnlichkeit entsteht echte Heilung. Auf dem Prinzip der Gegensätzlichkeit entsteht Unterdrückung. Symptome werden nicht geheilt, sondern nur unterdrückt. Die verschwinden auch erstmal, aber oft nicht von Dauer. Es gibt häufig Rückfälle oder die Symptome verlagern sich auf einen anderen Bereich des Körpers. Das ist keine Heilung. Heilung ist nur, echte Heilung ist eigentlich nur Selbstregulation des Körpers. Der Körper reguliert selber, harmonisiert sich selber durch einen bestimmten Reiz, der von außen kommt. Deshalb ist Homöopathie eine Regulationstherapie. Die homöopathischen Mittel werden auf ein bisschen besondere Weise hergestellt. Und zwar werden sie stark verdünnt und geschüttelt und gerieben. Das heißt, sie werden mechanisch bearbeitet. Das hat folgenden Grund. Erstens sind einige der Stoffe, die verwendet werden, wirklich hochgiftig. Also Tollkirsche, Quecksilber, Arsen. Die sind giftig, die müssen erstmal ein bisschen ihre heftige Giftigkeit verlieren, damit man sie hinterher auch verordnen kann. Aber die zweite Geschichte ist die, dass die Mittel dadurch in ihrer Arzneiwirkung kräftiger werden. Das hört sich ein bisschen paradox an, aber die Erfahrung zeigt, dass es hundertprozentig so ist. Die Mittel werden von der Masse her, von der Menge des Stoffes, der da ist, verkleinert, aber die Kraft auf der anderen Seite, die Arzneikraft, die Kraft, die in der Lage ist, den Körper oder den Menschen in seiner Reaktionskraft zu provozieren, ihn zu einer Reaktion zu zwingen, die wird größer, die Arzneikraft. Deshalb werden die Arzneimittel systematisch
verkleinert in der Menge und die Arzneikraft steigt an. Dafür gibt es ein paar bestimmte Verfahren. Wir sprechen dann von C-Potenzen, D-Potenzen oder Q-Potenzen. Die bezeichnen dann immer das Verfahren, in welchen Schritten jeweils das Arzneimittel verkleinert wird und wie oft es geschüttelt und gerieben wird. Ne? Das sind die Bezeichnungen der Homöopathie. Wichtig ist noch zu erklären, dass die Mittel, die verordnet werden nach der Ähnlichkeit, natürlich vorher geprüft worden sind. Das heißt, seit Bestehen der Homöopathie, seit über 200 Jahren, sind viele, viele Substanzen von gesunden Menschen, von Homöopathen oder von Prüfungsgesellschaften geprüft worden. Das heißt, normale, gesunde Menschen nehmen ein Mittel, einen Stoff, systematisch über einen langen Zeitraum ein und notieren ganz akribisch alles, was passiert. Alle Veränderungen, alle Gefühle, die auftauchen, alle Symptome, die sich im Laufe dieser Zeit ergeben, werden notiert. Und dann hat man zum Beispiel so ein Wirkungsspektrum dieses Stoffes. Die Stoffe stammen aus dem Pflanzenreich, aus dem mineralischen Bereich, aus dem Tierbereich oder auch aus Krankheitsprodukten. Das sind dann die Nosoden, so heißt das. Hinzu kommen noch Erfahrungen über Vergiftungsbilder und natürlich Erfahrungen am Krankenbett, weil man bestimmte Mittel immer wieder bei bestimmten Symptomen, bei einem bestimmten Menschentyp, bei einem bestimmten Bild immer wieder gefunden hat. Diese Erfahrungen, die kommen noch dazu, die runden das ganze Bild ab. Also man weiß, dieser Stoff kann bei einem gesunden Menschen dieses Bild, diese Symptomatik erzeugen. Das wissen wir auch aus dem Vergiftungsbild und wir haben es einfach ganz oft am Krankenbett schon erlebt, dass in diesem Symptombild mit diesem Mittel ganz gut geholfen werden kann. Die Homöopathie ist eine Regulationstherapie. Das heißt, der Körper bekommt einen Impuls, reagiert auf diesen Impuls und leitet dann selbstständig über seine innere Abwehrkraft, Lebenskraft, wie immer man das nennen will, Heilung ein. Und das ist eigentlich Heilung lege artis. Alles andere läuft auf Unterdrückung hinaus. Und umso gesünder oder sagen wir mal, umso vitaler die Lebenskraft, die Kraft zum Reagieren im Menschen ist, umso besser wirkt die Homöopathie bei alten, schwerkranken, geschwächten Menschen oder Menschen in Endstadien von Krankheiten kann Homöopathie nicht mehr heilen. Da kann allenfalls noch Linderung bewirkt werden. Bei Kindern geht es hervorragend, weil Kinder haben viel vitale Lebenskraft und da wirken die homöopathischen Mittel kräftig und viel, viel schneller als bei Erwachsenen. Kinder machen noch nicht so viele Dummheiten. Die ernähren sich noch nicht so über viele Jahre schlecht. Die rauchen nicht, die trinken nicht Alkohol oder Kaffee oder schädigen sonst ihren Körper. Bei Kindern, die sind eben viel unverbrauchter, da wirken die homöopathischen Mittel am allerbesten. Bei Tieren übrigens auch. Gut, so viel als kleine Einführung, was Homöopathie eigentlich ist. Danke.